Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil Part, was auch immer. Und wir sind gerade aus dem Keller raus und ich weiß, Oma sitzt hier. Oma, möchtest du mir was sagen? Nein, okay. Das letzte, was wir gemacht haben, war. Achso, ja, stimmt, das Cerberus-Ding zu holen, damit wir endlich in den Garten können. Endlich frische Luft und so. Ja, wollen wir doch mal machen. Auge. Ich habe übrigens einen neuen Zuschauer, falls ihr ihn erkennen könnt. Ich bin sehr stolz darauf, um ehrlich zu sein. Selbstgenäht, aus eigener Hand, kreiert, ins Leben erschaffen, was auch immer. Seltsames Glockenspiel. Und wir finden. Oh Gott. Yay. Können wir? Können wir nicht. Oder? Nee, wir sind eh voll. Nee, doch nicht. Drei ist das Maximum. Okay. Und eine ziemlich hässliche Figur. Nimm das Messer. Und noch mehr Kraut. Okay. Ich weiß noch, als wir auf dem Balkon waren, haben wir jemanden rumlatschen sehen. Oh, die Tür geht sogar auf. Okay. Und es gibt eine Menge zu entdecken. Yay. Okay. Kühlschrank, wie immer. Okay. Tiefkühlfach geht natürlich mal wie immer nie auf. Und das gleiche Bild wie vorher, nur. So. It's too late for them! Okay. Also für die Familie? Ups. Oh, eine antike Münze. Na, ist ja ganz toll. Die sammeln wir ja am liebsten. Geh aus, Fernseher. Okay, ich finde wohl wieder ein Videotape. Entschuldigung. Mir wurde übrigens auch gerade gesagt, dass die neue. Ganz toll. Dass die neue Band-Video-DLC-Krams draußen ist. Wenn. Ja, schön. Vielleicht gehört das zu ihr, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hast du gerade den BH von der alten in der Hand gehabt. Wie gesagt, ja, das DLC kam raus. Ich werde es mir vielleicht holen und dann nochmal spielen. Aber erstmal müsste ich mit dem Hauptspiel durchkommen. Du lebst noch. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also, was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Oh ja, die bekannte Geschichte des Schwiegerdrachens. Wer kennt sie nicht? Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Gerade ist mir irgendwas eingefallen, was ich noch sagen wollte, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, wir brauchen eine rote und eine blaue Keycard. Gut, dass wir keine von beiden haben. Und ich bräuchte Kiste. Drin war ja eine Kiste. Ich muss nochmal kurz den Shit zurückbringen. Sowas wie antike Münze und so ein Müll. Kannst auch einmal kurz heilen. So, wunderbar. Ja. Nasse Hand. So, Münze rein. Gedanken raus. Das kann auch weg. Die behalte ich lieber. Das brauche ich auch bestimmt noch. Das kann weg. Und das hier. Ich kann da anpacken. Ich denke, da sind wir soweit. Aber wieder raus. Und los geht's. Auf zum Wasser. Weil. Okay, nicht zum Wasser. Weil das ja immer eine super gute Idee ist. Wenn man schon. Oh, wenn man schon Igelviecher am Arsch hat, so wie es bei Resident Evil ja öfter mal der Fall ist, direkt zum Wasser zu gehen. Das ist eine echt gute Idee. Aber naja, wir können es wohl nicht ändern. Wir brauchen ein Serum für etwas, das in dem Körper von anderen Leuten ist, das wir nicht mal wissen, was das ist. Damals war es zumindest immer noch ein Virus. Und das wussten die Leute dann auch, dass es ein Virus ist. Jetzt ist es irgendwas und. Nee. Aber sie wissen, es gibt eine Heilung. Immerhin. So was denn nicht Hoffnung. Okay, kann ich hier durch? Ja, wunderbar. Ach, das kennen wir doch.
Ja, Puppi, Puppi, Puppi. Ganz besonders hübsche Puppi. Warte. Mescher? Ah, wo sitzt doch? Haben wir. Achso. Da waren Gagalak drin. Die auch immer da drin zu suchen haben. Hallo, Mutter. Schwiegermütterlein. Könntest du. Nee. Ich hasse so eine Dinger. Oh, okay. Autsch. Aua. Ich krieg doch von euch einen anaphylaktischen Schock. Wow, dich habe ich gar nicht mitgekriegt. Wo sind wir nochmal als Mädchen lang gelaufen? Ich weiß es nicht mehr. Das Videotape ist schon so lange her. Sie ist oben, geh nicht hoch. Okay, wir müssen hoch, offensichtlich. Also, ouch, au. Blöde. Kann ich euch... Nein, kann ich nicht. Aber ich kann nicht kaputt. Aua. Das ist keine gute Idee, was ich... Au. Aua. Kräuter. Nett. Blöde. Aua. Hi. Na, lass mich in Ruhe. Ah, hier kenne ich mich doch aus. Okay. Hier ging es auch lang. Und hier ist Festbrennstoff drin. Okay, ganz toll. Was bringt mir der Festbrennstoff? Ah, Feststoff, der heftig brennt, wenn er entzündet wird. Kann allein nicht verwendet werden. Ach nee. Hast das Ding einfach in der Hand, schmeißt in die Luft und es fängt an zu brennen. So wie es normalerweise alle Gegenstände tun. Okay, Munition. Ah Gott, bah. Könntest du, danke. Okay, ich schätze mal. Das kann einfach gar keinen Sinn. Da war gar nichts mehr. Und trotzdem haben sie mich noch angegriffen. Schweine. So. Hier auch noch mit. Können wir schon direkt kombinieren. Was habe ich da jetzt gemacht? Flammengranate. Munition für den Granatwerfer. Ganz toll. Ich habe Munition für eine Waffe, die ich mal wieder nicht. Ja, Gott, ist weh. Au. Okay, ich brauche einen Granatwerfer. Ganz dringend. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Okay, oh. Eine Karte des alten Hauses. Ja, wunderbar. Wo ist denn die Mutter? Ach, die ist wahrscheinlich oben immer noch. Chillt oben ein bisschen rum. Während wir hier die Bude auseinandernehmen, mehr oder minder. Ja, das kennen wir noch. Das wissen wir ja. Dann können wir hier raus. Hier ist... Was ist das? Achso, ein Brenngriff. Ah. Ich erinnere mich noch. Naja, mich holt auch bestimmt gleich was. Nee, okay. Ein Rucksack. Ich kann mehr Objekte tragen. Wie viel denn mehr? Doll. Ich habe viel mehr Platz. Ich meine immer noch besser als gar nichts, aber... Alles andere habe ich vorher in meine Hosentaschen gepackt. Schrotflinte und keine Ahnung was. Jetzt habe ich einen ganzen Rucksack. Und ich kann vier Sachen mehr mitnehmen. Yay. Logics. Okay, ja, die brauchen wir nicht wegpacken. Laden wir einfach nach. Sparen wir uns den Platz nämlich auch. Wunderbar. So, und jetzt, wo wir den Rucksack haben, werden wir hier bestimmt von irgendwas angegriffen, oder? Kenner doch. Nix. Okay, ich bin verwirrt. Okay, ich muss gucken, ob ich vielleicht was übersehen habe. Also, wir können speichern und das war's dann auch. Kiste speichern. Okay. Na gut, dann werden wir bestimmt irgendwann angegriffen, wenn wir nicht damit rechnen. Und war denn hier in der Ecke noch was? Ein Mülleimer mit Pistolenmunition? Weil, was könnte man besseres wegwerfen als Munition? Okay. Übrigens, ich habe mir jetzt, auf Amazon. Wow, das war das Falsche. Blöde Kack. Komm doch her! Dein Ernst? Ah! Au! Verdammt. Und er ist tot. Okay. Mädchen, was ist denn da? So. Komm her, du. Okay, wir machen erstmal nichts, bis er sich beruhigt. Okay. Ja! Aua.
Hätte besser laufen können, aber ich habe sie alle tot. Ich habe mir auf Amazon eine neue Kamera und ein neues Headset bestellt. Und ich wollte mir eigentlich auch noch ein besseres Mikrofon holen, aber das habe ich in der Bestellung nicht mit drin. Also dann beim nächsten Mal. Na, huch. Okay, okay. Da göbbelt's wieder vor sich hin. Oh, da ist er was. Ja, ja, ich weiß. Und zur Aufmerksamkeit. Kann dir keine Aufmerksamkeit geben, zumindest nicht so sehr, wie du sie möchtest. Hier, dann kriegen wir wahrscheinlich gleich eine in der Fresse. Hier, hier, Dietrich. Ah, weg mit dir. Hässliches Fliegefies. Viech. Okay, wir haben noch 2 Minuten. Hibi. Und nee, da wollen wir nicht lang. Und du gehst weg. Und du gehst weg. Und für dich brauche ich keine Tür. Kein Schlüssel. Ah, eine Brenndüse. Lass mich raten, ich habe das... Nee, habe ich doch nicht weggepackt. Bin ja begeistert. So, dann haben wir einen Flammenwerfer, der auch direkt schon irgendwie was drin hat. Okay, Kraut nehme ich auch noch. Und oh Wunder, wofür könnte diese Brenndüse nur sein? Vielleicht für die ganzen bescheuerten Nester, die hier überall rumgammeln. Ja, brauchst du nicht angucken. Das ist gerade selbst zusammengebaut. Ich hoffe, du weißt, wie es aussieht. Hui, weg damit. So. Und ja. Au! Aua. Ah! Gott, ich hab das Ding. Geht weg! Wie viel muss ich da reinhauen? Okay. Au, au, au. So ist jetzt vorbei. Ich denke. Oh Gott, nee. Okay, dann eben noch schnell die anderen Nester. Au. Aua. Aua. Au! Lasst mich doch einfach in Ruhe. Okay, ich muss mich kurz heilen. Au, 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 Schmerz, Schmerz, Doppelschmerz. Weg mit dem Ding. Weg, 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 weg. Los, komm, mach. Okay, wunderbar. So. Hier war ja kein Nest, ne? Aber es war noch irgendwo ein anderes Nest, auf jeden Fall. Das hier. So, dann haben wir mal wieder kräftig verkackt. Aua. Ah, Gott, ich sehe nichts. Okay, ich hoffe, das letzte bisschen können wir mit der Pistole machen. Oder auch nicht. Ich brauche eine Machete für sowas. Attacke! Oh, okay. Naja, immerhin haben wir es jetzt geschafft. Gut, dann werde ich nochmal kurz zum Steg rennen. Einmal kurz fix abspeichern. Und ich weiß durchaus, dass es echt problematisch ist, dass ich so oft speichere. Aber für die Aufnahme muss ich es halt. Ne? Wenn ich dann aufhöre und dann... Hm. Aber für Resident Evil ist das immer nicht so gut. Ich weiß, bei Resident Evil muss man immer durchspielen, ohne dass man einmal gespeichert hat, um irgendwelche besonderen Sachen freizuschalten. Bin schon froh, wenn ich es einfach nur durchspiele. So, das war's dann für diese Runde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen, wenn ja. Er würde sich auch freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.